Herzlich willkommen zurück zu World of Tanks Replays. Ich bin heute mit 67, der 50 Silver Streamer. Heute ein Replay mit vom Jesse der Junior aus dem kleinen IMGA in seinem Excelsior Stufe 5 Premium Heavy der Briten. Ist das für eine geile Lackierung? Das ist so Art Rost mit sonst irgendwas, ne? Interessant. Rost und irgendwie ausgeglühtes Metall. Naja, hat was. So. Gucken wir uns den Panzer kurz nochmal an. Ich habe schon mal vorgestellt, dachte, ich mach's nochmal. So. Es passen 5 Leute rein. Das sind die Standardwerte. Ich weiß jetzt nicht, wie er ausgebaut ist. Ich werde ihn folgendermaßen ausbauen. Ansetzer, Richtantrieb, Lüftung. Typisches Heavy Setup. Wenn ihr einen schnellen Heavy habt, wie beispielsweise den T10 oder Objekt 277, kann man statt der Lüftung Optiken einbauen, weil den fahre ich fast wie so ein, oder größtenteils, sage ich mal, wie ein Medium. So, hinten das kleine Geraffel rein. Tut nicht viel zur Sache, kann aber wichtig sein. So fahre ich ihn. So. Der Ausstattung kommen wir auf 2800 Damage pro Minute. Reloadzeit 3,21 statt 3,6. Im schwarzen Kästchen seht ihr die eigentliche Zeit. Einzelzeit 1,96. Zielerweichung 0,39. Das Ding trifft nicht immer. 8,3 km/h Top Speed. Ja, wir sind heavy, wir sind nicht schnell. 13 Grad Gun Depression. Geil, wir können richtig schön an Hügeln arbeiten. Panzerung. Oben die Wanne, unten den Turm. Front, Seite, Heck. 134 Frontpanzerung, 31 Seitenpanzerung. Und 108. Da passt was nicht. Das sieht merkwürdig aus. Müssen wir gleich mal gucken. Haben die Tabelle umgestellt. 880 Strukturpunkte haben wir und eine Sichtweite von 957 Metern. Gucken wir uns das Ding mal im Detail mal an. Das war ein Hybrid. Das mache ich am liebsten. So steht da vor euch. So von Turm. Ja, Bounce. Steht schon Bounce. Wird schwer, Abpraller. Wo schon seitwärts steht. Also da geht kaum so richtig was durch. Hier wird viel absorbiert. Da müsst ihr schon gut treffen. Der Turmseite, da haut einiges durch, wenn auch in 7er Gefecht kommt. Ja, und hinten, ja, das haut euch jeden alles durch. Ja, doch hier 108, dieses Querblech hat 108. Okay, gut. Ist mir noch gar nicht so aufgefallen. Und Seite habt ihr kaum eine Chance hier durchzukommen. Da wird so viel absorbiert. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Ab ins Replay. Ich finde die Lackierung so geil. Ausgeglühtes Metall. Geht mal reinschauen, was ihr davon haltet. Und los geht's. Wir sind auf Bergpass. Ein, zwei Stufen Matchup. Wir sind low hier. Guck mal, was er fabriziert. Ich sehe, er hat eine Gunmark drauf. Wie ich sehe. Jawohl. Einen weißen Kringel. Gunmark. Der Panzer neben ihm hat zwei Gunmarks. Ja. Ja, Gunmarks kommen. Jedenfalls die erste. Im Laufe der Zeit, wenn man den Panzer immer besser wird, kommt die erste fast automatisch. Für die zweite muss man dann schon arbeiten, reichlich arbeiten. Und für die dritte, ja, da muss man das Ding schon perfekt beherrschen, die Karten kennen und was weiß ich nicht alles. Ja, untypisch, zwei Heavys fahren hier hinten lang. Was er hier macht. Der lugt mal vorsichtig um die Ecke, also nichts zu sehen. Schauen wir mal. Schauen wir mal Wolverine. Der steht oben auf dem Hügel. Kommen wir nicht drauf. Ei. Ah, ich sag's ja. Ungenau das Ding. Sehr mutig. Auch wieder ein Gun Depression. Oder hier steigt der Berg ein bisschen an. Das ist ärgerlich jetzt. Mal gucken. Ja, da. Die Premium-Schäden. Sechser, den geben wir ein paar Treffer mal mit. Dann
AMX ELC. Französischer Leib. So. Oh, jetzt kommt der ab. Der geht raus. Aber da ist er. Ein T-14. Premium Heavy der Amerikaner. Ja, jetzt haben wir diesen paar 2,5 Minuten. Auch schon 1139 Schaden gemacht. Gut, haben wir direkt vor uns den Wolverine, das ist nicht gut. Er trägt uns. Der Bounce. Ja, er ist kein Scharfschütze, der Brite. Partout nicht. Recht vorsichtig, die Art, die zielt. Bin gebounced. Er haut uns eins in die Fresse. Wir schießen gucken schneller als er. Oh, er dreht die Kanone weg. Das hätte ich wahrscheinlich nicht gemacht. Als Wolverine. Die Kanone auf einen guten Jester Junior gemacht. Hui. Voll. Was für Gefechte. Ja, schöne Unterfarm. Schöner Treffer. Spiel ist schon vorbei. Freunde, da war auch kein Radpanzer drin, Freunde, ja? Das war nicht mal 4 Minuten, das Spiel vorbei. Ich wollte noch so viel noch erzählen. Dann gucken wir uns das Ergebnis uns an. So. Kein großes Grafel, ein kleines Grafel und er hat seine zweite Ranmark gekriegt. Kompliment. Ja, 2037 Schaden gemacht, ein Kill. Und dann sagt Wargaming, die wollen das Spiel schneller gestalten mit den Radpanzern. Da war gar kein Radpanzer drin, oder? Gucken wir mal. Nein. Es geht auch ohne Radpanzer schnell. Wow. Ja, hoffe, hat euch gefallen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und dann bis zum nächsten Mal. Euer Tempo 67. Ciao, ciao.